Willkommen zurück. Hier in Minecraft. Wir sind jetzt dabei zu probieren, ob das mit zwei Trichter übereinander auch funktioniert. Und ihr fragt euch natürlich warum. Einfach nur, weil ich zum Beispiel Fleisch kochen möchte. In mehreren verschiedenen Mengen und das nicht immer einzeln in den Ofen tun möchte, weil man kann ja Fleisch nicht mit Pulverisierer tun. Man kann halt, also ich bin jetzt hier natürlich nur eine Kiste nehmen machen. Da frage ich mich aber, wie das dann sich hat. Ne? Ich glaube nämlich auch nicht, dass das funktionieren würde. Erstmal müssen wir das ja wieder wegmachen und den wieder wegmachen. Da wieder hin. Und jetzt erstmal noch den zweiten Trichter. Und bauen uns gleich nochmal zwei neue Kisten. Die dann wieder hier hinkommen. So. Und jetzt habe ich nämlich, ist eine große Frage. Ich brauche sogar nur noch eine Kiste wieder mehr. Mal hier einen hin und einen da drüber. Das würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Machen wir mal hier. Das ist alles einen höher. Vielleicht hier noch Kupfer. So. Brauchen aber wieder mehr Holz. Und dann hole ich nochmal Holz. Das ist, sieht nicht schön aus, aber funktioniert wahrscheinlich so, wie ich das vorhabe. Aber falls ihr einen Tipp habt, wie ich das besser machen kann, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde das in gegebener Zeit mal angehen und das ändern. Da ich aber immer ein paar Folgen am Stück aufnehme, werde ich natürlich eure Tipps auch immer wieder erst im Nachhinein machen, umsetzen können. So. Es wird auch schon wieder dunkel. Nehmen wir noch mal ein bisschen Schaf mit, wollte ich gerade sagen. Oder ein Hühnchen. So. Bärengarten. Wie kann man denn da... Ach was, okay. Man muss die kaputt machen. Was auch immer das bringt. Brombeeren. Himbeeren und was ich was. So. Klar, dass wir jetzt nur zwei verschiedene Fleischstückchen haben. Ich dachte, ich hätte auch noch irgendwo Schaf gehabt. Eigentlich würde ein Trichter auch ausreichen, weil es gibt maximal nur fünf verschiedene, außer man hat wirklich sehr viel. Deswegen
könnte ich das hier auch wieder abbauen. Auch mal hier, dass ran nicht reingeht, sondern da unten. Rasiertes reintun. Das hier kann man, glaube ich, auch braten. Die Bären. So, was könnte man denn als nächstes machen hier? Das ist eine sehr gute Frage. Ich nehme jetzt auch schon wieder seit anderthalb Stunden auf oder so, oder zwei Stunden, ich weiß es gar nicht mehr, wann ich angefangen habe. Ich muss nachher mal gucken. Eigentlich würde ich hier gerne noch eine Schmelze bauen. So, sowas hier, so ein Induction. Brauche ich aber Ingwerbahn für. Ingwerbahn stelle ich nämlich in einen Induktionsschmelzer her. Ach genau, aber es geht nämlich auch mit Ferriösen und mit Eisen und zwar. Jetzt habe ich keinen Strom mehr. Das ist auch gut. Hier nochmal hier einmal. Es geht nämlich so. Macht man nämlich Ingwermischung. Wenn man nämlich kein Induktionsschmelz mehr hat, was wir noch nicht haben, und aber Ingwer dafür benötigen, funktioniert das auch so. Wir haben ja hier auch noch Periöses gehabt. Können wir uns hier gleich mal 12 Stück machen. Wir brauchen vor allem wieder Kohle. Stellen wir das mal hier an erster Stelle. Und werden hier noch mal ein bisschen hier jetzt kurz die Korn nehmen, weil die einfach näher dran ist. Und hier ist eine riesige, coole Ader gewesen. Hier geht sogar noch weiter. Naja. Erstes kommt das Formel und dann wird erst das Formel gemacht. Mischungen werden schon mal reingetan. Nur noch einen zweiten Generator. Aber ich habe nur keine Wand mehr. Obwohl, das ist egal. Mm-hmm.
Oh, auf jeden Fall mehr Kohle. Dann holen wir noch ein bisschen mehr Kohle. Ja, ist ja noch was. So, die riesige Kohleader ist auch leer. Wir hier gleich wieder zu. Und er läuft auch wieder. Müssen wieder rein. Der ist voll. Ach, der funktioniert auch gerade gar nicht. Deswegen den hier voll laufen. Sowieso diese Barren. Dafür brauchen wir Eisen, also 8. 8 dafür, 9, 10. Elektrumrad. Macht man den Elektrum? Gold, Staub oder Silber. Elektro macht man, gibt es aber schon noch eine andere Maschine, mit der man das machen kann, nämlich mit der Schmelze. Ich glaube nicht, dass man den Lichtbogenofen unbedingt dafür braucht. Aber ich bin mir, weiß es nicht. Gucken gleich mal. So, das ist voll. Können wir erstmal hier provisorisch das Gold rausnehmen. Das ist nämlich momentan noch schwer beschäftigt. Nehmen wir erstmal diese beiden raus. Tun die da einfach mal rein. Aluminium Nuggets. Achso, da kommen Aluminium Nuggets raus aus diesem Bären. Ingwer. So, das heißt Ingwer hier so hin. Und Eisen in die Mitte. Nehmen wir zwei Ingwerräder. Das brauchen wir auch wieder. Wir machen mal Gold. Und Redstone. Eimer brauchen wir. Gehärteten könnten wir machen. Was auch immer der Unterschied ist. Ah ne, das könnten wir gar nicht machen, weil man da ein Elektrumrad für braucht. Verstärkt aber auch mal ein Signal um. Dann machen wir ganz normal und dafür brauchen wir wieder Zinn. Haben wir noch Zinn? Wir haben einen Zinn.
Zinn haben wir natürlich nicht. Doch hier, wir haben Zinn Nuggets. Daraus können wir uns was machen. Aber wir brauchen mehr. Es fehlt ein Zinn. Das heißt, wir benötigen wieder mal Zinn. Weil wir hier auch keinen Zinn haben. Und wir haben auch schon wieder überzogen. Dann sage ich an dieser Stelle mal wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal.